Grüß Gott, ich habe vielleicht nur leider Zeit, ein Video zu drehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hatte zwar ein langes Wochenende, aber ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, Videos zu drehen. Leider. Ich habe nämlich viel mehr gevloggt jetzt am Wochenende. Könnt ihr dann eh alles auf dem anderen Kanal sehen. Ein Video ist jetzt sogar schon online. Ich fange auch gleich mal an, weil das ist ganz schön voll, die Tüte. Eigentlich wollte ich noch eine Tuchmaske aufbauen, aber ich habe echt keinen Bock drauf, weil mir im Winter dafür viel zu kalt ist. So, als allererstes will ich euch eine Kosmetiktücherbox zeigen. Die brauche ich ja eh immer auf, kaufe ich auch immer wieder nach, so wie die Wattepads. Und die Einwegwaschlappen, die kennt ihr auch von mir. Die kaufe ich mir ja immer wieder nach. Dann war eindeutig Erkältungszeit im... Welcher aufgebraucht ist denn das? Jänner? Ich glaube Jänner. Oh Gott, bin schon so verwirrt. Deswegen habe ich den Rest davon aufgebraucht. Da war nicht mehr viel drin, weil ich war sehr, sehr oft verkühlt im Jänner. Ich war auch krank im Jänner. Und deswegen habe ich das aufgebraucht. Ich muss mir das auf jeden Fall wieder nachkaufen. Obwohl ich hoffe, dass bald der Frühling kommt und die Grippewelle vorbei ist. Dann habe ich meinen Augen-Make-up in Ferner leer gemacht. Den kennt ihr eh auch. Den benutze ich nur. Kaufe ich mir immer wieder nach. Kaufe auch gar nichts anderes mehr. Alles staubig da drin, echt widerlich, weil das so lange schon gelegen ist. Dann habe ich noch einen Badezusatz leer gemacht. Den habe ich mir vom Tiki Max gekauft. Der war extrem flüssig, deswegen sieht man da auch gar nichts mehr drin. Der war wirklich, wirklich flüssig. Er war zwar gut, aber ich habe den bis jetzt noch nie woanders gesehen. So sieht das aus. Ich habe das nur bis jetzt beim Tiki Max gesehen. Ich würde es mir aber, ich glaube, nicht nochmal nachkaufen. Ich habe so viel Duschgel, ich könnte ein paar als Badezusatz zweckentfremden, was ich jetzt auch vorhabe. Dann habe ich hier eine Badebombe leer gemacht, die kann ich euch einblenden. Ich hoffe, ich vergesse nicht, weil das bringt euch ja nichts, wenn ich euch das so zeige. Die hat sehr, sehr gut geduftet und ich finde, die pflegen so gut. Das sind die von Müller, die Badebomben. Das sind so Cupcakes. Die waren, also das war echt, echt gut. Aber ich glaube, diesen Cupcake, den ich hatte, den gibt es nicht mehr. Ich sollte ein bisschen langsamer reden. Ich bin ein bisschen in Stress. Weil ich auch noch mit Sparky raus muss. Ja. Und dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das war die von Yves Rocher. Das ist diese Winterseife. Ich habe die anderen Sachen alle noch in Verwendung. Ich habe das Duschgel noch. Das Duschbecken, glaube ich, habe ich fürs andere aufgebraucht schon leer gemacht. Und in dem Monat Jänner ist nur die Seife leer geworden. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so gern, den Geruch. Die Seife fand ich wie immer gut, aber das Duschgel und das mag ich überhaupt nicht. Die Handcreme finde ich auch noch okay, aber die Seife und die Handcreme fand ich bis jetzt am besten von dem. Das Duschgel mag ich überhaupt nicht, deswegen benutze ich das auch als Badezusatz bald. Beziehungsweise bin dabei, es als Badezusatz aufzubrauchen, weil da noch sehr viel drinnen ist. Ich bin auch brav gewesen und habe mir ja heuer auch nichts von Yves Rocher gekauft, von dem Winterding. Da bin ich sehr stolz auf mich. Dann ein Rasiergel. Das hat echt gut gekocht. Das war von M. Lady, von der Eigenmarke von Müller. Schaut so ekelhaft aus, sehe ich gerade. Das hat nach Marzipan gerochen. Das war echt gut. Leider gibt es das nicht mehr, sonst würde ich es mir nachkaufen. Und die anderen M. Lady Rasiergel-Düfte interessieren mich leider nicht. Leider nicht, weil sonst würde ich mir noch eins nachkaufen. Aber ich mag irgendwie die Balea eh lieber. Sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das ist die Kichernder Kakadu-Seife mit Maracuja und Cassis-Duft. Die fand ich überhaupt nicht gut. Es war ja aus dieser Limited Edition mit den ganzen Vögeln drauf, wenn ihr euch das erinnern könnt. Ich habe dann noch das Deo benutze ich gerade, den Rasierschaum auch und ich glaube das Shampoo benutze ich auch. Ich habe mir doch nämlich ein paar Sachen davon gekauft. Ich fand die nicht so gut. Von den meisten Sachen bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Dann habe ich hier ein Mini-Duschgel, das heißt Mojito von Litamin. Das war schrecklich. Das war so schrecklich. Boah, ne. Das fand ich echt schrecklich. Das habe ich als Badezusatz zweckentfremdet. Sagt alles, oder? Dann habe ich hier das Mint Shake Duschgel und das fand ich super. Ich habe schon ein paar Mal gesehen. Ich habe es auch, glaube ich, auf Instagram und so postet, dass ich es nicht mitgenommen habe, weil ich noch so viel Winterduschgele habe. Aber ich hoffe, dass es der DM noch im Sortiment lässt. Da muss ich heute nachschauen, weil ich bin ja heute beim DM vielleicht. Weil ich heute ja Nägel machen gehen muss, weil mir der abgebrochen ist. Und ich dann die restliche Woche durchhackeln kann, deswegen habe ich keine Zeit zum Nägel machen mehr. Ja, ich liebe den Duft und ich will das unbedingt nochmal haben, aber ich habe noch so viel. Deswegen hoffe ich, dass der DM das noch eine Zeit lang im Sortiment lässt. Ich fand das super, ich würde mir das, wenn ich nicht so viel hätte, wieder nachkaufen. Dann habe ich hier Hofer Wattepads, ne? Die kennt ihr eh auch, den kaufe ich mir immer wieder nach. Da war ein Haar von mir, sehr schön. Dann habe ich ein Spülmittel leer gemacht von Teddy, glaube ich, war das.
Ich glaube, Teddy, das ist dieses Melone. Eins habe ich jetzt gerade noch in Benutzung. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch ein Backup habe. Ich finde es nicht schlecht, aber das Problem ist, es ist so arg flüssig. Deswegen geht das relativ schnell leer. Ich benutze Geschirrspülmittel nur so zum Einwelken und wenn wirklich grob so ein Schmutz ist, weil ich habe einen Geschirrspüler. Deswegen komme ich auch mit sowas eigentlich relativ lang aus. Ich fand das auch nicht schlecht. Also ich würde mir das, wenn es das nochmal gibt, auch nachkaufen. Oh, dann habe ich ein Trockenshampoo leer gemacht. Da habe ich mir auch ein paar Backups gekauft. Das habt ihr im letzten Haul-Video gesehen. Ich mag das. Also ich benutze nur das. Das ist ja eh auch. Brauche ich euch ja nicht so viel sagen dazu. Dann habe ich leer gemacht meine Dusch-In-Body-Lotion von Nivea. Die Milch und Honig war das. Ich habe noch Gott sei Dank ein paar Backups. Wenn ich jetzt keine mehr hätte, wäre es auch nicht so schlimm, aber ich habe Gott sei Dank noch welche. Die Kakao mag ich ja auch so gern, aber die gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr dann. Dann habe ich Reinigungstücher von Cadea Vera aufgebraucht. Ich glaube, die habe ich sogar fürs Gesicht verwendet, weil die gehen schon wieder aus dem Sortiment. Das sind die mit dem Einhorn drauf. Ich bin kein Einhorn-Fan, aber ich mag den Duft von denen total gerne. Da steht nämlich Shea Butter und Kokosnussduft und ich liebe den Geruch von denen. Deswegen habe ich mir schon ein paar Backups gekauft. Seht ihr dann in dem Kaufverhalten-Video für Februar, aber nicht für Jänner, weil das habe ich mir erst im Februar gekauft. Aber da werde ich mir noch ein paar Backups bunkern, weil ich habe keine mehr, ist mir aufgefallen. Und die Benecos, die ich aufgebracht habe, waren schrecklich, die ich euch in deinem Kaufverhalten gezeigt habe. Die habe ich auch schon leer, die waren mega schrecklich, aber dazu im nächsten aufgebraucht mehr. Und die Frouché, die mag ich irgendwie nicht mehr. Ich kann mit dem Duft einfach nichts mehr anfangen. Deswegen will ich wechseln. Fürs Gesicht. Mal gucken, welche. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das mal sage, seitdem ich so lange diese Yves Rocher verwende, aber ja. Ich habe ein Gesichtswasser aufgebraucht von Sanssouci. Das sieht so aus, mit dem bin ich so lange auskommen. Ich finde die Gesichtswasser von der Marke und die Reinigungsmilch so, so gut. Die haben jetzt aktuell wieder welche, neu verpackt, nur leider ohne Bummspender. Und deswegen will ich es mir nicht kaufen. Weil ich finde das mit dem Bummspender so praktisch. Seit ich das mal gehabt habe von Biotherm, bin ich so faul. Jetzt habe ich nämlich ein Klinik-Gesichtswasser und muss das ständig aufschrauben und ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Und ich habe die Reinigungsmilch noch davon. Leider gibt es das nicht mehr, sonst hätte ich es mir nachgekauft, aber ich habe noch zwei andere Gesichtswasser, also jetzt das Klinik und dann noch ein anderes, was ich geschenkt bekommen habe und dann schauen wir mal, welches ich mir nachkaufe. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Dann habe ich eine Maske leer gemacht, eine Garnier-Maske, Matcha und Kaolin-Maske. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die war. Ich glaube aber, das war die einzige, die mir gefallen hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich eine Spülung leer gemacht von Yves Rocher, diese Haferspülung. Ich habe die leider nicht mehr. Und seit ich die nicht mehr benutze, fällt meine Haare total schnell nach. Ja, ich habe nämlich eine andere. Ich habe jetzt noch einen Conditioner von, wie heißt denn die Marke? Organics. Und da fällt meine Haare total schnell nach. Deswegen überlege ich, ob ich das aussortieren soll. Und noch irgendwas. Aber mir fällt jetzt nicht ein, was. Irgendwas habe ich noch und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dadurch meine Haare schneller nachfetten. Seht ihr das? Ich habe zigtausend Kilo Trockenshampoo drin und meine Haare halten mit dieser depperten Haarspange da nicht. Ich zu groß. ja. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit meinen Haaren machen soll. Ich bin irgendwie voll unzufrieden wieder. Das geht so schnell bei mir. Ich hasse meinen Haarschnitt. Die Farbe geht noch, aber meinen Haarschnitt hasse ich. Zurück zum Aufgebraucht. ja. Ich würde mir das wieder nachkaufen, wenn ich nicht so viel geliefert hätte. Ja, dann habe ich ein Duschpeeling leer gemacht. Das ist das mit Melone-Duft, wo die alle Melone-Sorten abgebildet sind von Balea. Kennt ihr eh, da habe ich ganz, ganz viele Backups, Gott sei Dank. Deswegen will ich das nicht aufbrauchen, weil es das ja nicht mehr gibt. Es kommt doch, glaube ich, nicht mehr raus, es kommt ein anderes raus. Und ja, Gott sei Dank habe ich da noch Backups. Gott sei Dank. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von Kneipp. Willst du mit mir baden gehen? Ich habe jetzt gesagt, auch keine Ahnung mehr, wie der war. Aber die Kneipp, ich weiß nicht. Weg ist er. Scheiße. Er liegt da unten. Egal. ja, würde ich mir ehrlich gesagt nicht nachkaufen, würde ich sagen. So. Dann habe ich hier noch ein paar Proben und Masken und Badezusätze aufgebraucht. Zum Beispiel eine Probe. Das ist die Granatapfel Bodylotion. So, von Veleda. Fand ich okay. Aber ich würde mir nichts kaufen, weil ich habe eh so viel. Ich versuche nur aufzubrauchen. Ich habe die Probe zu Weihnachten bekommen. Dann habe ich hier einen Badezusatz von Dreckspatz. Die sollte ich mir auch kaufen. Ich war vor kurzem beim DM, habe ich vergessen. Vielleicht kaufe ich mir die heute. Vielleicht. Dann habe ich von Sorbea, die habe ich mir sogar noch gekauft,
den Badezusatz aufgebraucht, den kaufe ich mir auch immer wieder nach. Oh, die Nose Wraps von der Marke habe ich aufgebraucht, von Mutante Chanel. Ich hasse die. Ich hasse die wie die Pest. Einmal kleben sie nicht. Die sind so scheiße, die würde ich mir niemals nachkaufen. Ich glaube, ich habe aber leider noch ein paar Packungen. Deswegen, versuche ich sie mit Maß und Ziel aufzubrauchen. Es ist echt schwer. Ein Badezusatz wieder, das ist ja mein Liebling. Dresdner Essenz sind meine Lieblingsbadezusätze, der überhaupt. Da habe ich mir auch Backups gekauft. Dann habe ich dann noch von der Probe habe ich noch das Duschgel auch aufgebraucht. Genau, weil das habe ich nochmal. So sieht das aus. War okay, aber ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich habe eh so viel Klumpert. So viel Klumpert kann niemand haben außer mir. Eine Probe von Yves Rocher, die kennt ihr ja jeder, habe ich noch so viele, die muss ich unbedingt aufbrauchen. Habe ich wieder fürs Dekolleté verwendet. Dann habe ich hier eine Tuchmaske aufgebraucht. Die fand ich super. Die fand ich wirklich super. Ich hoffe, die erwische ich wieder beim TK Maxx, weil die war wirklich geil. Dann habe ich noch eine und irgendwas rinnt da aus. Ich weiß noch nicht was. Noch eine Maske aufgebraucht, Soft Peeling Maske, die gibt es nicht mehr, glaube ich, oder? Gibt sie noch? Keine Ahnung. Die fand ich aber nur so semi, okay, die fand ich jetzt nicht so besonders leider, deswegen würde ich sie mir jetzt nicht nachkaufen. Meine allerliebste Lieblingsmaske von Balea ist leider leer geworden, die Kirsche und Weißer D. Kennt ihr sicher noch, die mag ich ja so gerne, aber die gibt es ja nicht mehr. Ich habe aber ganz, ganz viele Backups. Eine Duftprobe habe ich leer gemacht, von dem Duft, den habe ich sogar in 30 ml, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Ich habe mal gedacht, ich habe so viele Proben, ich muss mal was aufbrauchen, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich eine Probe auch für Hals und Dekolleté, glaube ich. Oder habe ich die im ganzen Gesicht angewendet? Ich habe echt so keine Ahnung. Von Lavera. Ich kann mich erinnern, sie war nicht so schlecht. Mehr weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Dann die Totes Meermaske von Rival de Loup. Ich habe keinen Rossmann. Ich sage es nur nochmal. Die habe ich geschenkt bekommen. Gegen meine Pickel war sie gut, aber ich habe den Duft überhaupt nicht leiden können. Aber gegen meine Pickel war sie gut. Dann habe ich eine Probe von der Haver aufgebraucht. Irgendwo ist ein Haar von mir. Ja, wunderschön. Dann habe ich eine Probe von der Haver leer gemacht, eine Bodylotion. Das ist, ich habe überall Haare da. Wo steht denn das? Irgendwas mit Pinkpfeffer. Die war echt gut. Leider habe ich so viel. Und die Haarwasser-Sachen sind ja leider nicht günstig. Sonst würde ich sie mir nachkaufen, weil die sind echt gut. Weil die Handcremes mag ich auch sehr gern. Noch ein Mini-Duschgel von Litamin mag ich auch nicht mehr. Ich kann diese Litamin-Duschgel irgendwie gar nicht mehr ab. Früher mochte ich die total gern und jetzt mag ich sie überhaupt nicht mehr. Würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen und die Sorte gibt es auch gar nicht mehr. Die wurde aufgelassen. Dann habe ich eine Biotherm Tagespflege aufgebraucht, als Probe. Die habe ich auch in groß, weil das war ein Tester. Ich weiß, klingt eklig, aber ich habe die mitgenommen, weil da nicht mehr viel drin war und ich wollte die unbedingt ausprobieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du die mal zum Probieren. Die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Ich habe sie auch jetzt aktuell und ich mag sie sehr gerne. Ich habe sie nur, ich habe eh so viel, ich will sie mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich noch so viel habe, wenn sie leer wird. So wie das hier, das habe ich auch aufgebraucht, das war die Tagespflege von Rival de Loup. Ich räume das mal aus, weil mir fliegt das alles irgendwo hin. Dann kann ich euch die Sachen besser zeigen. So, ich habe die Green Tea Tagescreme von Rival de Loup aufgebraucht. Ich fand die ja so geil vom Design her, weil eher diese Cremekügelchen drin waren. Die Tagescreme war mir manchmal zu wenig, deswegen musste ich ein Serum noch drüber nehmen. Normalerweise macht man es ja umgekehrt, aber wenn ich gemerkt habe, weil manchmal war sie mir genug in der Früh und manchmal nicht, das war irgendwie komisch, weil die ja eigentlich für normal bis Mischhaut ist und nicht für trockene Haut. Ich habe nämlich trockene Haut, aber... Ja, ich bin trotzdem froh, dass ich sie leer gemacht habe, weil mir ist aufgefallen, dass sie im... Na, da hatte ich noch Zeit. 2018 wäre sie abgelaufen. Die habe ich schon sehr, sehr lange jetzt leer. Ich mochte sie aber sehr, sehr gern. Also ich fand die echt gut. Bei der Tagescreme waren halt weniger Cremekügelchen drin. Da war mehr Gel dabei, deswegen musste ich von der auch manchmal mehr nehmen. Dann habe ich aufgebraucht, das war in meinem Spind, ein Mundspray. Ich muss da die Uhr im Auge behalten. Das habe ich immer nach dem Essen, verwende ich das, weil ich rede ja mit Kunden und ich will nicht, dass sie irgendwie einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie da meinen Mundgeruch riechen. Falls ich Mundgeruch habe, keine Ahnung. Ich habe das halt immer im Spind. Habe ich mir auch nachgekauft und habe wieder aktuell im Spind.
Und dann habe ich eine Maske leer gemacht und die mag ich total gerne. Ich habe gesehen, ich habe jetzt noch eine. Ich weiß aber nicht, ob ich noch Backups habe, weil die war echt gut und die gibt's leider nicht mehr. Beauty Smoothie Maske heißt die, von Cadea Vera war das. Die war wirklich gut. Die war echt gut. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Dann habe ich aufgebraucht ein Reinigungsgel von Clinique. Das hatte ich sehr, sehr lange, weil man hat wenig von dem braucht. Das war auch schwarz, da kann man das ein bisschen noch erkennen. Das war komplett schwarz. Ich finde, das da war besser als das, was ich jetzt aktuell benutze, weil das, was ich jetzt von Clinique habe, ist kacke. Das habe ich von TK Maxx. Ich mag es überhaupt nicht. Nee, das mag ich gar nicht. Aber das war okay. Ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich so viele Sachen habe, die ich noch aufbrauchen muss. Und es gibt eins von Clinique, das finde ich viel, viel besser als das, was ich bis jetzt hatte. Also ich habe ja das gehabt, das habe ich auch zugeschickt bekommen. Da habe ich mal bei einem Wettbewerb mitgemacht. Deswegen will ich das noch abfotografieren und für einen Blogpost dann aufheben. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ja, aber es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Nur würde ich es mir halt nicht nachkaufen, weil ich hier so viel Zeug habe. Dann, das habe ich so lange verwendet. Ich habe das in meine Clinique-Sprühflasche umgefüllt, in die da. Die ist nämlich jetzt leer, weil ich damit meinen Beautyblender nass gemacht habe. Jedes Mal beim Schminken, weil ich zu faul war, rauszugehen ins Badezimmer oder in die Küche und den nass zu machen. Ich weiß, echt voll. Deswegen habe ich das verwendet. Nur bei dem Produkt war der Bumspender so mega beschissen. Deswegen musste ich es umfüllen. Und deswegen hat es mir sehr, sehr lang gehalten. Es wäre auch, beziehungsweise es ist schon, seit 2017 eigentlich abgelaufen. Aber es war noch vollkommen okay. Also es hat nicht gestunken, gar nichts. Ich bin froh, dass es leer ist. Ich werde es mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe jetzt aktuell von Avène eines für meinen Beautyblender zum Ansprühen. Weil ich das noch hatte. Das läuft auch bald ab. Da ist eh auch nicht mehr so viel drin. Das habe ich jetzt und ich werde mir solche Gesichtssprays nicht mehr kaufen, weil ich ja Fixing Sprays benutze. Und deswegen, ich fülle mir einfach in meine Clinique Wasser rein und das tut's auch. Deswegen kaufe ich mir sowas nicht mehr nach. Schlecht war es nicht, aber man muss dafür nicht extra Geld ausgeben. Da kann man ja auch Wasser auch dafür benutzen. Da muss man jetzt nicht extra ein Gesichtsspray kaufen dafür. Finde ich irgendwie unnötig. Dann habe ich noch meine Haarkur aufgebraucht von... Nein, Blödsinn, das ist die Haarmaske. Ja, das ist die Haarmaske von Yves Rocher. Die sieht so aus. Ich glaube, ich werde die mir nicht nochmal nachkaufen. Ich fand den Duft super, nur ich habe die Konsistenz gehasst. Ich weiß nicht, ob es davon einen Tester gibt. Wenn, dann müsst ihr euch das mal anschauen. Das war so eine ekelhafte Textur, wie Butter war das. Also das war echt schlimm. Aber seit ich die Sachen nicht mehr benutze von Yves Rocher, habe ich das Gefühl, ich habe schneller fettige Haare. Muss ich mir mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Drei letzten Sachen. Ich habe leider mein Elisabeth Arden Serum aufgebraucht. Mein Herz tut weh. Das dann wegzuschmeißen wird noch mehr wehtun. Ja, leider ist es leer. Ich habe es sehr, sehr gern benutzt. Ihr wisst, ich liebe das. Ich habe Gott sei Dank noch zwei Proben. Ja. Mir wird das echt abgehen. Mir geht es jetzt schon ab. Ich merke, dass da was fehlt in meinem Gesicht. Das fehlt einfach. Aber ich habe noch so viele Serum, die muss ich erst alle mal aufbrauchen, bevor ich die anderen Proben anfangen kann. Ich habe wirklich viel Zeug. Dann habe ich einen Mini-Duft aufgebraucht und ich bin so froh, dass der leer ist. Das... Sparky! Ja. Ich habe einen Duft aufgebraucht. Der sieht so aus. Da ist noch was drin, aber ich krieg's nicht mehr raus. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Der ist so alt. Ich habe aber gedacht, zur Weihnachtszeit benutze ich ihn. Und irgendwie erinnert mich das total an Weihnachten, wenn ich da dran rieche. An Weihnachten, an Silvester. Ich mochte den Duft schon. Aber das war so ein Limited Edition. Das war ein Birne- und Karamellduft. Können Sie das lesen? Er war gut. Ich hatte ja da damals auch ein Duschgel und so. Was ich ja geliebt habe bis zum Umfallen. Aber ich würde es mir nicht... Also es geht ja eh nicht mehr. Es gibt es nicht mehr. Aber solche kleinen würde ich mir von Yves Rocher nicht mehr kaufen. Das einzige Parfum, was ich mir von diesen Dingern da kaufen würde, wäre das Kokos. Sonst keins mehr. Das letzte. Und stolzer kann ich gar nicht sein. Ich habe den extra mit in die Arbeit genommen. Ich habe den schon seit Monaten in meiner Handtasche gehabt. Das war ein Essenz. Lippenstift kann man gar nicht mehr erkennen, weil der schon so abgefuckt ausschaut. Das war der Nude-Lippenstift. Die Nummer 11 Nude Love, glaube ich, war das. Habe ich auch sehr, sehr oft in den Videos dran. Und viele haben gesagt, mir passt das nicht, weil ich das noch mit irgendeinem Lipgloss und so gemischt habe, glaube ich. Und mit dem Lipliner, den ich unbedingt aussortieren will, den da. Den habe ich mir damals reduziert gekauft. Den muss ich unbedingt aussortieren. Weil der steht mir überhaupt nicht.
weil ich den drunter gehabt habe und den Lippenstift drüber, hat das so schrecklich ausgeschaut. So, wenn ich ihn, ich habe den nämlich in der Arbeit aufgebraucht, deswegen ist er abgezeichnet. Der ging relativ schnell leer, wirklich, wirklich schnell leer. Mir hat am Schluss die Farbe sehr gut gefallen, aber ich habe gesehen, ich habe von Makeup Factory genau dieselbe Farbe, nur in matt, also muss ich mir den nicht nachkaufen. Den gibt es sowieso nicht mehr, der ging irgendwann mal aus dem Sortiment und ich habe die erste Version, die rauskommen ist. Der ist ja viel nude-farbiger, glaube ich. Ich glaube, man kann das gar nicht erkennen, aber meine Cousine hat denselben und ihre war viel rosastichiger als meiner. Deswegen... Ja, und ich habe zigtausend andere Lippenstifte und ich bin froh, dass endlich einer leer geworden ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zum Sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es ist relativ kurz, aber ich muss mich beeilen, wenn ich jetzt noch ein Video drehen will, weil es wird gleich 10 und um 11 muss ich wegfahren und ich muss noch mit dem Spooky raus. Ja, mehr gibt es eigentlich eh nicht zum Sagen. Nö. Und auch nicht zum Zeigen. Nö. Aber ich habe sehr viele Sachen aufgebraucht, die mir sehr gut gefallen haben, leider. Das macht mich eh traurig, aber was soll's. Man hat sie wenigstens benutzt und geliebt. Ja, ich weiß nicht, wann ich den Aufgebraucht-Post machen soll, weil ich habe heute sicher keine Zeit dafür. Also beziehungsweise das Fotografieren, weil ich muss mich in meinem Urlaub dann unbedingt um einen neuen Blog kümmern. Weil ich habe so viele Bilder, was ich posten muss. Halleluja. Ja, aber das ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich hoffe, es war nicht zu schnell, aber ich wollte das unbedingt schnell runterrattern, weil ich ja eigentlich bald das Februar aufgebraucht bald drehen sollte. Lange Zeit haben wir ja nicht mehr, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich bin mit dem Videos drehen sehr, sehr hinten nach. Sehr, sehr hinten nach. Und ich habe noch so viele Haul-Videos, die ich drehen will. Ich kann ja nicht nur Haul schon wieder drehen. Ja, egal. Darüber zerbreche ich mir ein andermal den Kopf. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, was ihr im Monat Januar aufgebraucht habt, langsam, wo ihr echt stolz seid. Also bei mir ist es auf jeden Fall das belebende Spray von Yves Rocher und der kleine Yves Rocher Duft. Sehr viele Yves Rocher Sachen, fällt mir gerade auf. Aber ist nicht schlecht, dass ich mag keine Marke. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye!